Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren und vielleicht auch letzten Part hier bei The Evil Within Teil 2. Blickend in geißendes Sonnenlicht in Richtung Zuhause. Zuhause. Wo alles begann. In diesem Spiel. Und wo es vielleicht auch enden wird. Und ich finde es übrigens eine gute Designentscheidung, dass wir hier in dieser Aschewelt sind. Denn im ersten Part ist ja alles verbrannt. Genießen wir die letzten Schritte. Da steht Myra. Und da ist die Stadt. Myra. Bist du das? Sebastian. Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte. Lass sie uns hier rausbringen, und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Bitte. Wer das versucht, wird sterben! Zwing mich nicht dazu! Nein!
Oh Gott. Oh. Was ist denn hier los? Verdammt, Myra, hör auf! Denk nach, was du da... Du hast nichts für sie getan. Du hast dein Leben vergeudet. Verdienst es nicht, sie zu haben. Yeah.
Aber das wollte sie gar nicht. Das ging gerade nicht. Boah, krass. Krasses Finish hier. Richtig, richtig krasses Finish. Komm, den kleinen Krabbenvertreter nehmen wir auch noch mit. Zwischendurch ausweichen. Eine Spritze wäre nicht schlecht. Haben wir nicht. Okay, die sparen wir uns noch. So, wo müssen wir jetzt hinschießen überhaupt? Ich weiß nicht wohin. Da oben hin. Okay, jetzt müssen wir den Koffer nehmen. Was ist das? Ah, nachladen. Was ist denn jetzt hier? Das war's doch, oder? Nein, das war's nicht. Was muss ich machen? Was muss ich jetzt noch machen? Kann ich eine Spritze anfertigen? Nein. Huhuhuhu. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Es gibt keine, nichts mehr, was jetzt irgendwie leuchtet. Doch, da tatsächlich. Doch noch. Ich dachte, das wär schon weg. Ah, mein Gott, das halt doch mal still. Oh mein Gott. Man ist aber auch so hektisch, ne? Man ist aber auch wirklich so... und schießt schlechter, als man sonst schießen würde. Ah, man kann hoffen, dass man nicht getroffen wird. Sind einige Schüsse doch schon... Was ist das hier? Was ist das hier? Hier kommen irgendwelche Sachen aus dem Boden. Plötzlich noch. Okay, jetzt nicht mehr. Komm, zeig das Ding. Zeig es noch einmal. Hör auf zu schlagen jetzt. Ach, da ist noch so ein Ding. Nein. Kann ich jetzt was anfertigen? Immer noch keine Spritze. Ich brauche Gesundheit. Ich brauche Gesundheit. Das gibt's doch nicht. Wieso? Wie viel Schüsse brauchst du denn noch? Oh Mann. Boy, renn weg, Alter. Du sollst rennen. Oh.
Eine Spritze, endlich, 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 endlich. Ja, klar, man zielt und dann holt sie aus. Alter, Alter, wie viel Schüsse brauchst du denn, ey? Mann! Ah, Himmel, Herrgott, nochmal echt. So langsam die Schnauze voll, ja echt. Verreck einfach jetzt! Stirb! Stirb! Du musst sterben, du musst nur sterben! Ich glaube nicht, wie lange dieser Bosskampf hier dauert. Ich glaube nicht, wie lange dieser Bosskampf hier dauert. Scheiße. Ja, scheiße, das kannst du aber laut sagen. Jetzt kannst du aber wirklich laut sagen. Nach allem, was ich getan habe. Was soll das? Bin die Einzige, die... Ich muss Munition anfertigen. Oh Mann. Drei Stück, drei Stück. Drei Patronen und sonst nichts. Ja, ich habe vor allen Dingen auch keine Waffen mehr. Was haben wir jetzt noch? Wir haben noch die hier. Drei Schuss, ja, super. Was soll ich denn mit drei Schuss? Was haben wir noch hier? Kein Schuss, kein Schuss, kein Schuss. Kein Schuss. Bolzen. Hier ist nichts mehr. Ich habe keine einzige Patrone mehr. Keinen einzigen Schuss mehr. Und ich kann auch nichts anfertigen. Nee, geht nicht. Nach allem, was ich getan habe.
Jetzt kann ich was anfertigen. Hoffe ich. Ich habe ja schon viermal ins Gesicht geschossen. Ich weiß nicht, wie oft man das noch machen muss. Spritze wäre auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt sterbe, kotze ich. Schwallartig, ich schwör's euch, wirklich. Nach einer halben Stunde Bosskampf sterben, ja, das ist, geht gar nicht. Boah, Leute, echt. Fix und fertig. Fix und fertig. Oh. Und nass geschwitzt. Zumindest die Hände. Nee, ne? Myra, bitte. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Bring sie hier raus.
Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon. Nein, ich verlasse dich nicht nochmal. Du musst. Geh. Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lily braucht dich. Bitte, schnell. Ich muss zum Haus. Okay. Okay, Kapitel 17. Dann gibt es doch noch ein Part. Und zwar im Kapitel 17. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao.